Jo, servus Leute zum weiteren Edition angezockt. Wir zocken Pac-Mania auf dem Commodore 64 und starten einfach mal los, wenn es uns den starten lässt. Jetzt, hä? Was wir vorhin beim Antesten, also das hier, diese Haas, die sind so Art so Beamer. Man kommt dann irgendwie random irgendwo anders raus. Die Soundkulisse ist hardcore-mäßig. Das tut weh in den Ohren mit der Zeit. Aber dafür dauert es schön lange, bis die Geister sich wieder erholen. So, jetzt kommen wir wieder woanders raus, da oben. Die Geister sind wahnsinnig schnell in dieser Version. Ja, es gibt nur einen Zwei-Spieler-Modus. Es gibt keine Möglichkeit, das Spiel alleine zu spielen. Warum auch immer. Und wo komme ich raus? Oh, tricky. Und der Partleck, da war er. Oh, fressen wir noch ein paar Geister, bevor wir uns die letzten Steine holen. Und sie fressen mich. Der rote, die Sau. Immer diese rote Sau. Wollte mich snacken. Da ist er schon wieder. Hammer, haben sie mich eingesperrt. So, jetzt wechseln wir zu Spieler 1. Zu Spieler 2, meine ich. Anders geht's leider nicht. Es gibt keine Möglichkeit, das Spiel allein zu spielen. Ich hab schon umeinander gesucht. In den Einstellungen und so weiter. Das ist ganz schön tricky, wenn man da so random irgendwo auftaucht. Wenn man Pech hat, taucht man vor einem Geist auf und dann war's das. Interessante Neuerung. Sowas gab's bis jetzt noch nicht. Ist zumindest mir noch nicht unterkommen. Ich weiß auch gar nicht, ist es ein offizielles Spiel? Ist es ein Fangame? Hat's einer gemacht aus Langeweile oder weil er's kann? Ja, genau. Ich bin genau beim Geist aufgetaucht und wurde gesnackt. Ja, das ist unfair. Das ist ganz seltsamer Scheiß. Zumal ich auch nur auf dem Powerblock stand und der wurde nicht aktiviert. Nicht schön. Schnappen wir uns die Erdbeer. So. Letzte Powerblock. Geh weg von mir. Schauen wir, dass wir so viel wie möglich noch naschen, bevor wir den letzten nehmen. Oh, Trixie. Verdammt. Ja, die Version ist interessant. Sie ist schwer, sie ist schnell. Also, die Version, die Geister sind schnell. Wir sind nicht schnell. Wir sind arschlahm. Das mit den Haas, mit den Beamzellen, nenne ich es jetzt mal. Ja, das ist Geschmackssache. Ich finde es ein bisschen für den Arsch. Aber es gibt mit Sicherheit Fans davon, die das total klasse finden, sowas. Es gibt dem Spiel halt noch einen zusätzlichen Reiz. Wem sowas gefällt, meinetwegen. Im Grunde darf ja jeder die Scheiße spielen, mit der er am glücklichsten wird. Ah, das hat ja schon der alte Fritz gesagt. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und damit hat er nicht einmal so Unrecht gehabt, der Gute. Ja, genau das meine ich. Hoho, knapp. Alter, sind die schnell. So, jetzt holen wir uns die letzten Steine. Oh, verdammt, oder auch nicht.
Immer wieder Spieler 1. Und der hat auch nicht mehr die Welt. Ja, genau. Ja, genau. Die Schweine. Unlauterer Wettbewerb. Und wo tauche ich jetzt auf? Ganz da hinten. Oh, die Erdbeer. Oh, das war ein Fehler. Ja, die Gier nach der Erdbeer, nach den Punkten, das war ein Fehler. Gier rächt sich auf der Stelle. Ah ja, da hinten diesmal. Mit dem Powerblock. Den Powerstein, den Energiestein, den Magic Block oder was auch immer. So, geschafft. Wenigstens kommen wir mit Spieler 1 ein bisschen weiter. Wo sind wir jetzt im dritten Level? Oh. Und gesnackt. Ja, Spieler 1 dürfte Game Over sein. Spieler 2 kommen ins dritte Level. Ja, wie gesagt, eine hochinteressante Version. Wer so random Scheiße mag, bei denen ist ja das genau das Richtige. Mir gefällt's nicht. Da gibt's... Oh, verdammt! Kurz vorm Powerblock noch in den Arsch gebissen. Ja, und jetzt müsste ich Game Over sein, genau. Das war die Geschichte mit Pac-Mania. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, tut nicht weh. Ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, der Dosten angezockt. Und bis dahin sage ich Servusle. Euer Dosten.